Servus, liebe Leute. Heute gehen wir mal durch mit dem Packer und dem Bowler. Wie nennen wir es denn? Bope? Ne. Pebo. Pebo? Ne, keine Ahnung. Vielleicht kürze ich es auch gar nicht ab. Und wir schreiben es auch mal so rein. Keine Ahnung. Ist nach langer Zeit mal wieder Clash of Clans geworden. Ich weiß, ist Ewigkeiten her. Aber, naja. Und ich brauche demnächst noch eine neue Base. Schaut es euch an. Furchtbar. Devlog. Und Angriffslog war am Tag 1 Stunden nur einmal kurz was gedroppt, dass ich wieder in der Liga bin. War auch unnötig, aber wir schauen jetzt mal, wie es gehen wird. Ja, Packers, habe ich noch einen in der Clanbrick drin, das ist schon auf jeden Fall mal nicht schlecht. Sauber wie bei klassischem Go-Vibe eigentlich drin. Oder halt eher für die Bowler. Durch das Update, Balance-Update, Balance-Update. Ich wollte Ballon sagen, aber. Naja, das wäre grundsolide falsch gewesen. Aber durch das Balance-Update wurde der Bowler auch noch ein bisschen gepusht. Das heißt, vielleicht läuft es jetzt mit den Taktiken mit dem Bowler etwas besser. Und wir brauchen uns nicht so viel Sorgen machen, dass der Bowler kacke ist. Aber ich hoffe mal das Beste, dass er gut sein wird. Und das wird auch ein bisschen was reißen werden. Alle guten Dinge sind 300. Wir haben es dann mit dem Hog Rider schon probiert, mit Golems und mit was haben wir es noch probiert? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Mit Riesen, glaube ich. Jetzt sind die Packers mal in der Reihe und vielleicht testen wir nächstes Mal die Lavahounds. Und ich habe mir überlegt, nur noch Sinnvolles in Clash of Clans hochzuhaben. Also mal Taktiken und besonders gute Basen. Oder Basen, je nachdem. Das ist eigentlich das Sinnvollste, was ich in Clash of Clans hochladen will, weil. Oder Clankrieg mal wieder. Irgendwie was Lustiges, aber so ganz schwachsinniges Zeug, wie ich einfach was farme, das interessiert doch keinen. Das habe ich mir jetzt überlegt und wir werden jetzt noch so zum Beispiel, ihr kennt noch bestimmt die Serie Best Defense hochladen, drei Bases und ich sage meine Meinung dazu. Das werden wir auf jeden Fall machen und ja, vielleicht ein paar Angriffe mit dem Bowler oder andere Taktiken, die gerade OP sind. Habe jetzt auch vor, ein bisschen wieder mehr zu spielen. Habe in letzter Zeit Clash of Clans komplett vernachlässigt, aber das ist Clash Royale geschuldet. Denn es nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch und für zwei Sachen hat man dann einfach nicht immer genügend Zeit. Das ist natürlich auch klar. Und ja, ansonsten, was machen wir denn? Greifen wir denn jetzt mal an oder nicht? Ich würde mal sagen, gehen wir gleich mal in den. Nee. Ich schneide dich raus, wenn jetzt nichts kommt. Ich schneide dich raus. Ich habe mich für diesen Kerl hier entschieden, da er Single Infernos hat und wir mit den Heilzaubern vielleicht was reißen können. Ich würde mal sagen, wir gehen von unten rein. Ja, gehen wir von unten rein. Packers. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Wenn die Packers jetzt mal reinlaufen würden, die Deppen. Sehr gut sieht's aus. Come on. Müssen noch die Dödler reinlaufen. Ja, sieht eigentlich grundsolide aus. Ja, ein Pack halt nur in der Mitte, das scheint ein bisschen bitter gelaufen, aber naja, kann man nichts mehr ändern. Und die Bowler sind aber echt stärker geworden, das merke ich richtig. Die Bowler rasieren jetzt echt schon ein bisschen mehr. Zuvor waren die Bowler immer so gruselig schlecht, aber jetzt langsam läuft's bei den Bowlern. Vielleicht die Bowler die beste Truppe nach dem Update, keine Ahnung. Ich glaube aber eher nicht. Beste Truppe nach dem Update werden sie wahrscheinlich nie sein oder die beste Truppe in dem Spiel. Das wird wahrscheinlich immer noch der Packer oder sowas sein in die Richtung. Magier irgendwie so. Aber es ist auf jeden Fall mal in Ordnung. Sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so gruselig wie zuvor. Und 64% und gegen den Rathaus 10er. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da würde ich auch sagen, was ist für diese erste Folge seit langem wieder Clash of Clans. Haut mal rein und wenn ihr mehr Clash of Clans sehen wollt, gebt ein Like. Und wenn ihr wieder nur Clash Royale sehen wollt, gebt ein Dislike, damit ich sehen kann, was ihr denn genau wollt. Also Jungs, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Din barul mână se dă răspind țărână, cu țăranul clasic braț la braț sau de mână, trage buza peste dinți, fraiere, cam am făcut
zeca aia deci puie băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Bloc pentru tine un sac pe verticală. Crești la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici. Că te zbor din extinție.